Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sowjetunion gibt der polnischen Führung nach wie vor Rückendeckung. Außerdem erlässt sie dem Nachbarland die Rückzahlung aller Schulden bis 1985. Mit diesen Ergebnissen sind der polnische Parteichef Kania und Ministerpräsident Jaruzelski heute von ihren Gesprächen mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Brezhnev auf der Krim nach Warschau zurückgekehrt. Die von der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlichten Fotos, Filmaufnahmen sind bei den Krim-Treffen des Generalsekretärs nicht üblich, spiegeln eine freundliche Arbeitsatmosphäre wider. Doch in der Sache dürften harte Worte gefallen sein. Teilweise klingt das Kommuniqué wie ein Schuldeingeständnis der polnischen Führung. Da ist von Problemen in der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion die Rede, von einer komplizierten Lage in Polen, deren Ursache nicht nur in Fehlern der Vergangenheit liege. Moskau kreidet der polnischen Führung an, dass es immer wieder zu, wie es heißt, antisozialistischen Ausschreitungen komme. Dennoch könne sich Warschau auf die brüderliche Hilfe aus Moskau verlassen. Um die schwere Wirtschaftskrise in Polen zu beheben und Mängel in der Versorgung abzustellen, wird die Sowjetunion zusätzliche Rohstoffe und Konsumartikel nach Polen liefern. Die bisherigen Warschauer Schulden bei der Sowjetunion, allein mehrere Milliarden Dollar in diesem Jahr, sollen bis zum nächsten Fünfjahrplan gestundet werden. Für dieses Jahr hatte die sowjetische Führung Warschau bereits Waren und Kredite über mehrere Milliarden Dollar zugesagt. Eine Beziehung zwischen der Visite Kanias und dem letzten Krim-Besuch eines polnischen Parteichefs herzustellen, wäre nach Ansicht politischer Beobachter in Moskau verfehlt. Vor einem Jahr noch hatte Edward Gierek den sowjetischen Staats- und Parteichef bei dessen Sommerurlaub besucht und war wenige Wochen später abgesetzt. Ähnliches ist natürlich auch für Stanislav Kania nicht auszuschließen, erscheint jedoch im Moment wenig wahrscheinlich. Aus Äußerungen politischer Kreise in Moskau ist eher zu schließen, dass man mit der jüngsten Entwicklung in Polen allen verbalen Ausfällen zum Trotz nicht gerade unzufrieden ist. Der neue Primas der katholischen Kirche in Polen, Erzbischof Glemp, hat heute sein Land mit einem ziellos treibenden Schiff verglichen. Ein jeder versuche, das Steuer an sich zu reißen und in eine ihm genehme Richtung zu lenken. Glemp sprach vor etwa 300.000 Pilgern in Częstochowa. Es war die erste große öffentliche Rede des Primas seit seinem Amtsantritt im vergangenen Monat. Bundeskanzler Schmidt hat nach Angaben eines Regierungssprechers in Bonn Kontakte mit DDR-Staats- und Parteichef Honecker aufgenommen und ihm einen Brief geschrieben. Einzelheiten über den Inhalt teilte der Sprecher aber nicht mit. Nach Presseberichten regte Schmidt in seinem Brief an, dass die innerdeutschen Beziehungen nicht unter der weltpolitischen Klimaverschlechterung leiden sollten. Er schlage sogar eine Verbesserung vor. Der Gesprächsfaden zwischen Bonn und Ost-Berlin dürfe nicht abreißen. Außerdem erklärte sich der Kanzler grundsätzlich zu einem baldigen Treffen mit Honecker in der DDR bereit, nannte dafür aber keinen Termin. In der Berliner Philharmonie ist heute die dreimonatige Ausstellung Preußen – Versuch einer Bilanz eröffnet worden. Zu Beginn der Veranstaltung rief der regierende Bürgermeister der Stadt von Weizsäcker die Menschen in beiden deutschen Staaten dazu auf, sich kritisch mit der preußischen Geschichte auseinanderzusetzen. Preußen sei zu einem Streitgegenstand zwischen der DDR und der Bundesrepublik geworden. Ost-Berlin, so Weizsäcker, beanspruche gern den preußischen Humanismus für sich, um dem Westen den Militarismus vorzuwerfen. Kein heutiger deutscher Staat ist Nachfolgestaat des alten Preußen. Preußen also ist in seiner Existenz abgeschlossen. Dennoch sind Ideen lebendig geblieben, die das Leben Preußens und unser Verhältnis zu ihnen ausmachen. Dies wird uns die Ausstellung und viele weitere Ausstellungen vermitteln. Wir brauchen also vor einem Streit um Preußen keine Angst zu haben. Er ist ein neues Zeichen notwendiger geistiger Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, welche tief in die Gegenwart hineinwirkt. Zwischen West und Ost ist er ein Zeichen lebendiger Zusammengehörigkeit. Besitzansprüche und Schuldzuweisungen bilden nur den Vordergrund der Diskussion. Dahinter steht, dass Preußen als Geschichtssymbol grenzüberschreitend weiterwirkt. Schon der Ort dieses wohl ehrgeizigsten kulturellen Unternehmens der Berliner Nachkriegsgeschichte ist eine Aufforderung, sich mit Preußen in all seiner Widersprüchlichkeit auseinanderzusetzen. Der wiederhergestellte klassizistische Gropiusbau liegt inmitten des ehemaligen Regierungsviertels. Sein Haupteingang ist durch die Mauer versperrt.
An der Seitenfront Spuren der Kommandozentralen der NS-Zeit. Vor dem Gebäude hat man Roggen gepflanzt, symbolisch für die Bedeutung Preußens als Agrarstaat. Im klassischen, also absolutistischen Preußen des 18. Jahrhunderts beginnt denn auch der problemorientierte Rundgang durch drei Jahrhunderte preußischer Geschichte. Hier kann sich der Besucher über die Kräfteverhältnisse innerhalb der Ständegesellschaft informieren oder die Insignien der Krönung von 1701 in Königsberg bestaunen. Die Veranstalter wollen keine reine Kunstausstellung zeigen, sie unternehmen vielmehr den Versuch einer historischen Dokumentation. Für sie ist Preußen die Summe von Widersprüchen. Reformerischer Elan und blinde Reaktion liegen dicht beieinander. Preußen, das Glaubensflüchtlinge aufnimmt und seine Gesellschaft militarisiert. Das Land, das als eines der ersten die Folter abschafft, aber das Dreiklassenrecht bis ins frühe 20. Jahrhundert beibehält. Diese Gegensätze werden an der Person Friedrichs des Großen besonders deutlich gemacht. Er verkörpert Absolutismus und Aufklärung gleichermaßen. Preußische Selbstlosigkeit, hier seine verschlissene Uniform, steht ruhmsüchtiger Herrschaftsanspruch entgegen. Preußens Aufstieg zur Wirtschafts- und Militärmacht im 19. Jahrhundert ist der zweite Schwerpunkt der Ausstellung. Im Lichthof hat man dies nach dem Muster der Weltausstellung kunstvoll inszeniert. Mit dem technischen, industriellen und wirtschaftlichen Fortschritt geht die gesellschaftspolitische Rückständigkeit einher. Im März 1848 versuchen Bürger und Arbeiter die Revolution. Und dann sozusagen das letzte Kapitel. Preußen im 20. Jahrhundert, Weimarer Republik bis hin zur NS-Zeit. Zu ihrer historischen Legitimation beriefen sich die Nationalsozialisten ebenso auf Preußen wie die Männer des Widerstands. 1947 wird der Staat Preußen durch Kontrollratsgesetz amtlich für tot erklärt. Jetzt ist Preußen wieder deutsches Thema. Kontrovers wie eh und je. Die Haushaltsdiskussion in der Bundesrepublik wurde am Wochenende in zahlreichen Interviews fortgesetzt. Dabei sprachen sich unabhängig voneinander Politiker von CDU und FDP für weitere Abstriche im sozialen Bereich aus. So machte FDP-Generalsekretär Verheugen heute folgende Vorschläge. Eine gegebenenfalls kurzfristige Einschränkung der Leistungssätze in der Arbeitslosenversicherung, einen Abschied von den bruttolohnbezogenen Rentenerhöhungen sowie eine Kostensenkung im Gesundheitswesen durch mehr Selbstbeteiligung. Auch CDU-Generalsekretär Geißler vertrat die Ansicht, dass eine Kürzung des Arbeitslosengeldes geprüft werden müsse. Über Einsparungen beim Kindergeld, so Geißler, dürfe erst an allerletzter Stelle gesprochen werden. Über Einsparungspläne zu Lasten der rund 2 Millionen Kriegs- und Wehrdienstopfer in der Bundesrepublik wurde heute in Bonn Einzelheiten bekannt. Danach schlägt das Bundesarbeitsministerium vor, dass im nächsten Jahr die Grundrenten der Kriegsopfer lediglich um 2% steigen sollen. Dagegen soll es dabei bleiben, dass die Altersbezüge der Sozialrentner um 5,8% angehoben werden. Die Entführung des iranischen Schnellbootes vor der spanischen Küste hat einen Streit zwischen Teheran und Madrid ausgelöst. Nach den Worten des iranischen Generalstabschefs Falahi hat Teheran Spanien aufgefordert, das Schiff wieder herbeizuschaffen. Inzwischen wurde das Schnellboot in internationalen Gewässern vor Gibraltar gesichtet. Ein Sprecher von Exil-Iranern, die das Boot in ihre Gewalt gebracht hatten, kündigte an, dass eine weitere militärische Aktion vorbereitet werde. An Bord seien 40 Entführer. Der Mannschaft gehe es gut. Die Schiffsräuber gehören einer iranischen Oppositionsgruppe an, die das Khomeini-Regime bekämpft. In Iran sind heute wieder 15 Menschen hingerichtet worden. Die meisten von ihnen gehören der im Untergrund operierenden Gruppe der Volksmudschahedin an. Nach Angaben von Radio Teheran gehört zu den Verurteilten auch ein Mann, der an einem Bombenanschlag in West-Iran beteiligt gewesen war, bei dem 7 Menschen ums Leben kamen und 45 verletzt wurden. Ein Ende der Regierungskrise in Portugal ist vorerst nicht abzusehen. Staatspräsident Janisch hatte nach dem Rücktritt des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Balsamao jetzt erklärt, er erwarte die baldige Bildung eines neuen, fähigen Kabinetts, sonst werde er das Parlament auflösen und Neuwahlen ausschreiben. Der überraschende Rücktritt von Ministerpräsident Pinto Balsemão hat die Regierungskoalition der Demokratischen Allianz in eine tiefe Krise gestürzt. Eine Krise, die seit Monaten schon schwelte. Seit gestern Abend versuchen die portugiesischen Sozialdemokraten, im Regierungsbündnis stärkste Partei, einen Nachfolger für Pinto Balsemão zu finden. Der Ministerpräsident, der vorläufig die Regierungsgeschäfte weiterführt, ist über seine Kritiker im eigenen Parteilager gestürzt, obwohl er auch seit geraumer Zeit unter Beschuss des konservativen Koalitionspartners der Demokratischen Zentrumsunion, CDS, steht. Beide Gruppen werfen dem Regierungschef vor, den mit Hilfe der Sozialisten gewählten Präsidenten Janisch
nicht energisch genug zu attackieren und bei der anstehenden Revision der Verfassung zu viele Kompromisse einzugehen. Dass die kleine, aber wichtige Gruppe der Opponenten von Pinto Balsemão ihren Kandidaten auf der Sitzung des Nationalrates an diesem Wochenende durchbekommt, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Welche immer noch immer die Sozialdemokraten nun zum Ministerpräsidenten küren werden, an der Krise im Lager der Regierungskoalition werden sie nichts ändern. Dieses Zweckbündnis ideologisch doch sehr unterschiedlicher Partner ist eigentlich schon jetzt an seinen inneren Widersprüchen und Machtkämpfen gescheitert. Die Regierung, die mit ihrer breiten parlamentarischen Mehrheit nun endlich 4 Jahre halten sollte, ist schon nach 7 Monaten am Ende. Wie es nun weitergehen soll, die Antwort ist Ratlosigkeit. Aus Solidarität mit ihren streikenden amerikanischen Kollegen wollen die portugiesischen Fluglotsen auch in dieser Nacht für 48 Stunden keine Flüge von und nach den USA mehr abfertigen. Die portugiesischen Lotsen sind für den Südabschnitt der Nordatlantikroute über die Azoren zuständig und fertigen normalerweise etwa 50 Flüge pro Tag ab. Das US-Luftfahrtbundesamt erwartet aber kaum Auswirkungen auf die Abwicklung von Flügen in die Vereinigten Staaten. Jubel und Begeisterung auf dem Petersplatz in Rom. Zum ersten Mal seit dem Attentat vor 3 Monaten hielt Papst Johannes Paul II. Heute wieder eine Ansprache vom Fenster neben dem Petersdom aus. Zum Fest Maria Himmelfahrt erteilte er den Segen und grüßte die Pilger in verschiedenen Sprachen. Auf Polnisch nannte er die Arbeiterproteste vor einem Jahr in Danzig den Beginn einer sozialen Reifung. In deutscher Sprache sagte er: Zum Festtag der Aufnahme Mariens in den Himmel erbiete ich euch allen mit meinem Segen einen klaren Blick für das Wesentliche in eurem Leben. Bei einem Unglück auf dem Hamburger Hummelfest sind in der vergangenen Nacht 6 Menschen ums Leben gekommen. 16 wurden verletzt, einer von ihnen schwebt noch in Lebensgefahr. Das Unglück ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Die sogenannte Skylab-Bahn prallte mit einem Reparaturkran zusammen. Die Insassen der Gondeln stürzten aus rund 15 Meter Höhe auf den betonierten Boden. Der Hamburger Dom heute Morgen. Der Betrieb ruht für 24 Stunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das bisherige Ergebnis, es liegt menschliches Versagen vor. Ein Schausteller hatte kurz vor 1 Uhr nachts begonnen, mit Hilfe eines Krans seine Loopingbahn zu reparieren. Er war davon ausgegangen, dass auch bei der benachbarten Skylab-Bahn Feierabend war. Doch dort fanden sich noch Kunden. Die letzte Fahrt wurde eingeleitet. Der Kranführer hatte nichts ahnend seine Arbeiten inzwischen unterbrochen. Bei Skylab bemerkte niemand den abgestellten Kran. In rasender Fahrt kletterten die Gondeln in 15 Meter Höhe. Sie verfingen sich im Kranausleger, wurden aufgestützt, die Passagiere stürzten herab. Ein noch größeres Unglück ist durch die späte Stunde verhindert worden. Die letzte Fahrt von Skylab war nicht einmal zur Hälfte besetzt. Tag der Fußball-Bundesliga bleibt der deutsche Meister Bayern München an der Spitze. Insgesamt sind aber noch 5 Mannschaften ohne Punktverlust. Die Ergebnisse im Einzelnen. Kaiserslautern Hamburg 1:1, Braunschweig-Duisburg 2:1, Karlsruhe-Stuttgart 0:2, Düsseldorf-Mönchengladbach 0:2, Darmstadt-München 1:2, Dortmund-Frankfurt 0:2. Und schon gestern trennten sich Nürnberg-Köln 1:3, Bremen-Bielefeld 1:0, Leverkusen-Bochum 0:3. Nach dem ersten Tag des Leichtathletik-Europapokals in Zagreb liegt die Herrenmannschaft aus der Bundesrepublik Deutschland mit nur 53 Punkten auf dem 3. Platz und hat damit kaum noch Chancen, sich für den Weltcup zu qualifizieren. In Führung die DDR 69 Punkte vor der UdSSR mit 63 Punkten. Im Rahmen des Europacups stellte die Bulgarin Antonanetta Todorova mit 71,88 Meter einen neuen Weltrekord im Speerwerfen auf. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. August. Über Deutschland ist es nach Süden hin fast wolkenlos. Die Wolkenbänder über Norddeutschland und der Nordsee verlagern sich wie die zugehörigen Ausläufer eines Skandinavientiefs südostwärts. Dabei gelangt kühle Meeresluft nach Deutschland. Die Vorhersage für morgen. Örtlich Morgennebel. Sonst wolkig. Nördlich des Mains auch stark bewölkt und vereinzelt schauerartiger Regen. Tiefstemperaturen 11 bis 16 Grad. Tageshöchsttemperaturen im Norden um 18, im Süden um 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um West.